Unserer Zeit. Bei Interviews gibt er sich eher verschlossen. Mal sehen, ob wir heute etwas von ihm erfahren. Andererseits schauen wir ihn uns halt einfach an. Damit ein bisschen Schwung kommt, haben wir ihm sozusagen eine Aufwärmrunde, eine Warm-up-Runde gegeben und er müsste bereits unterwegs sein. So, wenn wir ihn jetzt sehen, dann werden die Fans auch gleich wissen, aha, er ist zwar nicht im Dienstwagen unterwegs, aber wir haben, damit die Fans Bescheid wissen, seinen normalen Silberpfeil natürlich vor unserer Arena geparkt. Jetzt kommt er und damit sehen Sie auch gleichzeitig die wunderbare Kulisse um das Theater hier in Aspendos herum. So, also der Vorhang geht auf für ihn. Wir waren sehr glücklich, als wir letzten Sonntag die Formel 1 gesehen haben, denn sozusagen speziell für uns ist er vom Anfang bis zum Ende auf Position 1 geblieben. Und natürlich wissen die Formel 1-Fans, um wen es geht. Hier ist er, der neue Stolz von Mercedes, der Champion der letzten Formel 1 in der letzten Woche in Barcelona. Hier ist er. Herzlich willkommen, Kimi Räikkönen. Guten Abend. Kimi, zeig uns deinen Auspuff. Wir arbeiten dran. Bitte schön. Ja, klar. Victoria und Heiner. Kimi Räikkönen. Nice to meet you. Iceman, ja, das ist sein Spitzname. Aber heute hat er gesagt, taut er auf. Ich weiß, dass es für ihn nicht einfach ist. Was ist für dich die schwerere Herausforderung, mit 300 Kilometern über den Asphalt zu brettern oder vor 5000 Leuten in einer Unterhaltungsshow zu sitzen? I think so for me. Also das Zweite ist auf jeden Fall wohl das Schwierigste, da schnell zu fahren auf der Rennstrecke, das ist ja ungefähr das Normale für mich, das mache ich eigentlich fast immer, also nicht unbedingt der perfekte Ort für mich, aber ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann, dass ich hier heute Abend dabei bin. Du siehst, die Deutschen haben dich ins Herz geschlossen. Das liegt natürlich auch ein bisschen an dem Auto, in dem du fährst. Wir haben natürlich lange auf den letzten Sonntag gewartet und freuen uns, dass wir heute einen Champion hier sitzen haben. Hast du das Gefühl, dass der Knoten, den ja manche gesehen haben, nun endgültig geplatzt ist? Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, ja. Es scheint also jetzt gut zu laufen, der Knoten ist in der Tat geplatzt und wir haben ja das Rennen auch sehr überzeugend gewonnen, sehr, sehr gut gewonnen. Wir hatten eine tolle Woche und ich glaube, dass es jetzt auch so weitergehen kann. Wir kämpfen jetzt um die Weltmeisterschaft und hoffentlich werden wir es auch gewinnen. Sprichst du Englisch oder Finnisch? Ich höre es nicht ganz. Du kannst natürlich perfekt Finnisch sprechen, aber wir haben unseren Kollegen, der Englisch besser versteht. Bei den Finnen ist das ja interessant. Da gibt es ja einige. Der Kollege Häkkinen ist ein großer Tänzer. Und der Finne ist ja normalerweise ein eher ruhiger Geselle. Trotzdem seid ihr offensichtlich auf der Formel-1-Piste wie die Flamenco-Tänzer. Das stimmt, das sind wir in der Tat sehr, sehr schnell. Wir sind ein kleines Land, aber wir scheinen sehr viele gute Rennfahrer zu haben. Übrigens nicht nur in der Formel 1, sondern auch in anderen Sportarten, also Rallye zum Beispiel, alles Mögliche. Das sind wir eigentlich sehr gut. Ja, ich weiß gar nicht, warum das so ist, aber irgendwas Besonderes vielleicht bei uns, auch an unserer Eigenart, was wir haben, so was besonders eben bei uns in Finnland. Natürlich toll für das Land. In der Ruhe liegt die Kraft. Die ganze Formel 1 ist dir natürlich jetzt dankbar. Außer Michael Schumacher. Gibst du ihm noch eine Chance? Hoffentlich schafft er es nicht mehr, das muss ich ganz egoistisch sagen. Er hat natürlich große Schwierigkeiten, noch größer als ich. Jawohl. Er muss so denken, er soll auch so denken, alles andere würde sein Rennstall von ihm natürlich nicht so gerne hören. Aber eine neutrale Frage, es wird ja auch eine Formel-1-Strecke in der Türkei geben. Ist es für dich als Fahrer, egal wo du fährst, oder hat jede Strecke für dich so einen eigenen Charakter? Jede Rennstrecke ist natürlich anders, jede Rennstrecke hat einen eigenen Charakter. In welchem Land wir fahren allerdings ist völlig egal. Natürlich ist es schön, da wieder zu fahren, wo man schon mal war, aber eine neue Strecke ist immer interessant. Und es ist natürlich auch sehr, sehr schön, neue Strecken zu sehen, neue Länder zu besuchen. Und ich freue mich schon sehr, dass wir hierher kommen und hier auch Rennen fahren können. Für mich ist es das erste Mal hier in der Türkei und es scheint sehr schön zu sein. Es ist es in der Tat. Offensichtlich hier. Unsere Zuschauer kennen sich offensichtlich schon etwas aus.
Dein Bruder ist auch ein begabter Rennfahrer. Offensichtlich ist das ja in der Schumi-Familie auch so. Kann es sein, dass eine Rennfahrbegabung in der Familie liegen kann, in den Genen? Vielleicht ja, er ist sehr, sehr gut, es läuft gut bei ihm. Er ist jetzt allerdings jetzt mehr ein Familienmann und er fährt jetzt nicht so stark und nicht so sehr rennen im Moment. Aber vielleicht ist es tatsächlich etwas Besonderes in der Familie, in den Genen. Aber er ist natürlich nicht vergleichbar mit den Schumachers. Wir sind nicht mit den Schumacher-Brüdern vergleichbar, aber trotzdem, er ist sehr glücklich, es läuft gut. Was fällt dir zum 31. Juli ein? Dein Autorennen oder dein Hochzeitstag? Fällt beides auf den gleichen? Nun, dieses Jahr natürlich geht es um was ganz Besonderes. Ich hoffe, dass es ein toller Tag auf der Rennstrecke sein wird und auch hinterher ein toller Tag. Also insgesamt, glaube ich, wird es ein tolles Fest hinterher gehen. Also er wird ein bisschen schneller fahren, um nach Hause zu kommen. Und jetzt haben wir einen Mann, der heute auch um sein Leben fährt. Es geht um unsere Außenwette. Und da muss man sich das nochmal im Munde zergehen lassen, was wir heute veranstalten. Ein deutscher Fernsehmoderator mit einem finnischen Gast neben sich schaltet jetzt nach Italien, in die Schweiz. Also das ist ganz kompliziert. Er schaltet in die Schweiz, um einen italienischen Gast zu begrüßen, der dort jetzt seine Außenwette absolviert. Ich trage sie vor. Mario Piva aus Ferrara in Italien wettet, dass er mit Hilfe eines Sattelschleppers 20 Eier, die auf 20 Tabletts liegen, in 20 Champagnergläser fallen lassen kann. Das hört sich interessant an und ist es sicher auch. Wir schalten nach Ascona in die Schweiz. Da habe ich Gott sei Dank einen jungen Mann, der Deutsch spricht, nämlich der Benedetto. Benedetto, ich darf Benni sagen, guten Abend. Guten Abend, Thomas. Bei euch ist noch ein bisschen Helligkeit, die Grillen zirpen, wir sehen den Lastwagen, aber jetzt erklär uns bitte ganz genau, wie diese Wette läuft, denn die ist hochkompliziert. Bitte. Also mein Freund Mario wird jetzt mit seinem Lastwagen durch diesen Korridor hier fahren. Links und rechts vom Korridor sind diese Konstruktionen aufgebaut. Das Ganze ist eine ganz wackelige Angelegenheit, denn zuunterst haben wir diesen Ständer hier, der ist nicht am Boden fixiert. Darauf das Champagnerglas, das du vorher angetönt hast, das Tablett, die Streichholzschachtel und dann das Ei. Er wird mit seinem 40 Tonnen schweren und 15 Meter langen LKW hier durchbrettern. Und dabei muss er so präzise fahren, dass er mit der Stoßstange diese Tabletts wegspicken lässt. Dabei wird die Streichholzschachtel umfallen und wir hoffen alle, dass dann das Ei in das Glas reinfällt. Das hoffen wir auch. Also wer jemals in einem italienischen Straßenrestaurant gesessen hat, weiß, wie das ist, wenn der Lastwagen vorbeikommt und einem das Frühstücksei dann in den Schoß fällt. Heute ist das eine ganz konzentrierte und konzertierte Aktion. Hältst du das für möglich? Wir lassen es noch mal ganz kurz also vor unserem Auge vorbeigehen. Es stehen da 20 Eier, 20 Tabletts, eine Streichholzschachtel. Und es dürfen, und das ist die Bedingung von diesen 20 Eiern, nur 3 daneben gehen. Benni, ihr seid jetzt dabei, euch ins Auto zu setzen. Wunderbar, dann bin ich beruhigt, dann können wir das hier in Ruhe besprechen. Also, du weißt, wie schwer es ist, ein Auto so zu beherrschen. Aber ein Formel-1-Wagen ist natürlich ein kleines Teil dieser riesen Sattelschlepper. Hältst du es für möglich, dass man so präzise fahren kann, dass das funktioniert? Es wird schwer werden, aber nun, ich glaube, dass es packt. Ja, ich glaube schon. Gut. Also ich hoffe für ihn auf jeden Fall. Kimi traut auch anderen Höchstleistungen im Auto zu. Früher hat man ja immer gedacht, bei der Formel 1 liegt es entweder am Auto oder es liegt am Fahrer. Wir wissen seit kurzem, es kann auch an den Reifen liegen. Also wie viel Luft da drin ist und wie die einfach funktionieren, davon hängt heute auch manchmal ein Renngewinn ab. Wir haben gedacht, nachdem man euch die Reifen im Rennen normalerweise aufbläst, dass du heute mal zeigst, dass du auch selber starke Lungen hast. Wir haben ja viele Badegäste hier, die hier an der türkischen Riviera morgen wieder schwimmen gehen wollen. Du bläst, sagen wir mal, allen Kindern, die hier im Saale sind oder in der Arena sind, ein Schwimm
Gürtel auf oder Schwimmflügelchen. Also, wenn Kimi seine Wette verliert, schau, da ist sie. Jetzt wird sie gleich wieder aufwachen, wenn sie das hört. Ja, da ist sie wieder. Jetzt ist aber schwer erschrocken. Ja, wenn sie den Kopf einmal rumdreht, sind die Zöpfe auf der richtigen Stelle. So, ach, guck mal jetzt. Also, viele, viele Kinder, die freuen sich alle, wenn Kimi Schwimmflügelchen aufbläst. So, das wird aber nur nötig sein, wenn er es nicht schafft, denn du hast ja gesagt, er schafft es. 20 Eier. Ihr seid noch sehr verliebt, sehe ich mit Freude. Ja, ja. Ja. Wer hält hier wen fest oder wärmt ihr euch die Hände? Nein, ich wärme so Victoria kalte die Hände. Das gleicht so zu kalten Händen, auch kalte Füße. Das ist ja, wie ja, alle Frauen, ja, wie alle Frauen. Aber da ist bei dir quasi, da setzt der Wärmeeffekt ein. Wärmt ja. Er dich? Ja, okay. Natürlich. Dann werden wir in Ascona jetzt hoffentlich bald erfahren, dass es geht. Und es ist der Fall. Gut, das war zügig. So, die italienische Wettformel heißt, glaube ich, La Scamessa Star, hört sich das so richtig an. Aber natürlich war ich da schon losgefahren. Ich höre den Motor, das wäre ein Frühstart gewesen. So, also, zeigt mir bitte die Bilder jetzt in Ascona. Hier müsste also ein Sattelschlepper im Leerlauf stehen. Das ist der Fall. So, also Benny, du bist derjenige, der jetzt auf deinen Freund wettet. Du sagst, es funktioniert. Die Startfahne sehe ich. Dann gebe ich dir jetzt mein Kommando. Ich sage jetzt, top, die Wette gilt. Und du sagst deinem Kollegen noch mal auf Italienisch und dann geht's los. Bitte schön. Vai Mario! So, jetzt haut Mario rein. Von 20 Eiern, und er kommt ziemlich mit Gas, von 20 Eiern müssen 17 im Glas sein. So, jetzt fliegen die ersten. Ah. Oh, da, oh, da. Ah. So, also, Moment. Das wird knapp. Das müssen wir jetzt genau nachkontrollieren. Während unser Wettkandidat aussteigt, jetzt bitte nochmal die Zeitlupe. Mario, tief durchatmen. So, das war drin. Oh, da ging eins daneben. So, das war drin. Wir werden dann selbstverständlich ganz genau nachzählen. Schön. Also man sieht, das ist der klassische Eisprung. So genau hat man... Ah, das war daneben. Ah, und das war auch daneben. Oh, oh. Der war wieder drin. Ich kann nur links gucken. So. Du guckst rechts. Der war drin. Also, werden es 17 sein am Ende oder nicht? Au, da war wieder eins dabei. Ah. Oh, 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 oh. So, guck mal, jetzt also... Ganz schön. Oh, und das... Es sind auch noch holländische Eier... Oh, ah, oh, ah, das. So, nein, wir wissen noch nicht. Das war jetzt also erstmal der Beweis, dass es gut gegangen ist. Ob es 17 Mal gut gegangen ist, müssen wir jetzt bitte durchzählen. So, hat Mario die Zeit gehabt mitzuzählen oder nicht? Wahrscheinlich nicht. Jetzt gehen wir mit der Kamera entlang. Ein Ei. 17 müssen am Ende gelegt sein. Zwei. Da tropft's noch, aber es ist drin. Ob es kaputt ist, spielt keine Rolle. Vier. Och, und die Grillen zirpen. Sechs. Sieben. Also da auf der Seite sieht es gut aus. Neun. Zehn. Jetzt auf der Oh, da ist eins daneben. Elf. Zwölf. Dreizehn. Eieiei, das war natürlich jetzt hier. 15. 16. 16. Das entscheidende eine Ei zu wenig. Mario Piva. Es war so spannend. Es war so präzise. Ich habe ja noch in meinem sträflichen Leichtsinn gesagt, lasst uns 16 machen. Nein, 17 müssen es sein. Trotzdem herzlichen Glückwunsch. Benny, tröste bitte deinen Kollegen. Es ist ganz, ganz knapp gewesen. Dankeschön, mille grazie, ciao bello, danke Benny. Wir sind stolz auf ciao, euch Thomas. Und die Kinder freuen sich, denn Kimi bläst Schwimmgürtel auf. Dankeschön, auf Wiedersehen in die Schweiz, buonasera, dankeschön und ich hole die Schwimmtierchen.
Bitteschön. So. Und ich bin ein bisschen nervös. Ich muss sagen, wir haben natürlich wieder mal eine Dame eingeladen, von der man nicht weiß, kommt sie nicht. Wir wissen, sie ist unterwegs. Es gibt natürlich bei einer Lady...